Investieren in die nächste Amazon, in einen noch unentdeckten, unerschlossenen E-Commerce-Markt mit Potenzial, mit hunderten Millionen potenzieller Kunden. Das klingt sehr spannend. Und diese Möglichkeit scheint sich auch zu eröffnen mit der Aktie von Jumia Technologies. Afrikas Amazon, wie das Unternehmen immer gern genannt wird. Und um dieses Unternehmen geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Jumia Technologies, Afrikas Amazon in Anführungszeichen. Klingt sehr verlockend, gerade dann, wenn man als Aktionär auf der Suche ist nach potenziell wachstumsstarken Unternehmen. Gleichzeitig ist es aber auch eine hohe Messlatte, wenn ein Unternehmen so bezeichnet wird. Ich habe vor einem Jahr schon mal ein Video gemacht zu Jumia. Das war letztes Jahr am 29. April, kurz nach dem IPO in New York. Damals waren die Anleger außer Rand und Band, kann man sich ja vorstellen, wie das gelaufen ist. Aber seitdem ist eben auch viel passiert. Und wir machen heute ein Update zu der Aktie und stellen uns die Frage, ist sie vielleicht heute ein bisschen interessanter als damals? Damals hat sie ja noch ungefähr $45 gekostet, heute kostet sie ungefähr $10. Ich habe damals nicht gesagt, man soll die Aktie jetzt nicht anfassen oder sowas oder dass sie total überbewertet sei. So war es nicht. Aber ich habe schon gesagt, dass mit Jumia, das ist eine spekulative Geschichte, die man auch noch nicht seriös einwerten kann eigentlich. Und dementsprechend ist es eigentlich auch gelaufen. Die Begeisterung für die Aktie ist heute bei Weitem nicht mehr so groß, wie sie damals war vor anderthalb Jahren. Hier haben wir den Chart seit dem IPO, das ist hier in Euro. Also die Anleger waren am Anfang offensichtlich zu euphorisch. Die Aktie hat ja kurz danach dann schon stark korrigiert. Es zeigt außerdem auch wieder mal, dass es nicht unbedingt eine gute Idee ist, wenn man gleich nach dem Börsengang investiert in solche Aktien. Vor allem dann nicht, wenn es eben um Aktien geht, wo alle sehr euphorisch sind. Das ist logischerweise immer die Zeit, wo man über so ein Unternehmen auch immer sehr viel hört und sehr viel liest, eben in dieser Börsengangszeit. Da wird dann meistens ein großes Tamtam um solche Aktien gemacht. Da hat man dann vielleicht auch das Gefühl, ja, da sollte ich jetzt aber auch unbedingt investieren. Aber wie man hier wieder sieht, wieder mal, oft ist es vielleicht besser, dass man ein bisschen abwartet, bis sich die Wogen wieder glätten. Hier ging es eben nach dem IPO auch stark bergab, fast ein Jahr lang. Und erst dieses Jahr, ab März, da ging es dann wieder aufwärts, als dann auch der Corona-Crash ausgestanden war. Und dann lief es plötzlich genau umgekehrt. Also von März bis August, da hätte man mit der Aktie auch schnell mal 800% machen können. Bis Mitte August lief das dann wieder sehr gut und dann ist sie aber plötzlich wieder in sich zusammengefallen von über $17 auf unter 7, also eine sehr volatile, sehr bewegte Kursentwicklung, wie gesagt. Jetzt stabilisiert sie sich gerade wieder. Man erkennt das hier im Ansatz. Im Moment ist die Aktie plötzlich wieder stark gefragt und ist letzte Woche auch um über 25% gestiegen schon wieder. Also wenn man Kurzfrist-Trader ist, ist das Ganze möglicherweise ja ein relativ guter Einstiegszeitpunkt. Und es gibt natürlich nach wie vor viele Anleger, die sagen, der momentane Börsenwert von 800 Millionen Dollar, das ist für einen Konzern mit so einem Potenzial, das ist der auf jeden Fall wert. Und apropos stark gefallene Aktien, kurze Erinnerung jetzt noch an unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report über Gazprom. Der ist in Arbeit und der wird morgen verschickt. Gazprom hat ja weltweit mit Abstand die größten fossilen Energiereserven, aber auch diese Aktie hat sich seit Jahresbeginn mehr als halbiert. Die Zukunftsmärkte-Reports von uns, die sind gratis. Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Sie melden sich einmal an und kriegen dann immer auch zusätzlich kostenlos unsere Aktienanalysen. Aber zurück zu Jumia. Ist die Aktie billig genug momentan? Haben wir jetzt wieder Chancen?
Die Story an sich, die ist ja noch stimmig, könnte man sagen. Also E-Commerce ist ja weltweit auf dem Vormarsch. In China zum Beispiel, da ist der Anteil vom E-Commerce an den gesamten Einzelhandelsumsätzen schon bei über 20%. In den USA ist er auch schon bei ungefähr 16%. In Afrika ist er aber noch bei unter 2%. Es gibt da also noch ein großes Wachstumspotenzial. Und man darf auch nicht mehr den Fehler machen, dass man davon ausgeht, Afrika ist ein Kontinent, der überall komplett unterentwickelt und verarmt ist. Das gibt's alles nach wie vor natürlich. Schlimme Armut, Rückständigkeit, politische Missstände und, und. Es gibt aber auch sehr viele Regionen und Segmente mit Fortschritt, wo sich eine Mittelschicht auch entwickelt und wo die Kaufkraft auch wächst. Ein guter Bekannter von mir, Axel Krone, das ist ein Emerging Markets Fondsmanager, der sagt immer, wenn man in Lagos ist oder in Nairobi, es gibt da so viel, was es eigentlich gar nicht geben dürfte. Also die Autos, die man da sieht, oder die Geschäfte, oder die Bars, wo der Cappuccino 4 Dollar kostet. Laut Wirtschaftsstatistik dürfte es das alles in dem Umfang nicht geben. Es gibt es aber, das Geld ist aber da. Wie auch immer, hier haben wir eine Grafik von Jumia, die ist schon ein bisschen älter, aber es geht ja grundsätzlich hier um das Potenzial. Das Potenzial in Afrika ist da. 1,2 Milliarden Menschen, eine Wirtschaftsleistung von 2 Billionen Euro und 450 Millionen Internetnutzer. Inzwischen sind es sogar schon über 500 Millionen. Hauptsächlich über Smartphones übrigens. Also viele Afrikaner haben Breitband, Internet und Festnetztelefon und das alles übersprungen und sind gleich mobil eingestiegen ins Internetzeitalter. Dadurch haben wir jetzt aber eben diese Wachstumsmöglichkeiten auch im Internethandel. Und die Länder, in denen Jumia aktiv ist, die decken 70% der Wirtschaftsleistung ab, der afrikanischen, über den Daumen gepeilt, und knapp 80% der dortigen Internetnutzer. Die andere Frage ist aber natürlich, ist Jumia das Unternehmen, das dieses Potenzial am Ende auch hebt? Es gibt natürlich Wettbewerber, also Amazon und Alibaba sind auch schon da, die machen jetzt aber nicht großartig viel. Es gibt auch lokale Wettbewerber natürlich. Es läuft aber nach wie vor alles noch mit angezogener Handbremse. Und jeder fragt sich, wie durchdringt man irgendwann mal diesen Markt? Und was sehr wichtig ist, Jumia hat jetzt nicht einfach nur eine Plattform hingestellt mit möglichst vielen Produkten, mit der man möglichst viele Kunden ansprechen will jetzt, sondern Jumia geht den beschwerlichen Weg. Jumia will eben nicht nur die Produkte anbieten, sondern auch da entsprechend die E-Commerce-Infrastruktur aufbauen und betreiben auch. Das heißt Logistik, Transport, Lagerhäuser, Abholstationen und sowas. Vieles natürlich erstmal mit Partnern, aber man will das Ganze abdecken, zumindest selbst und auch selbst kontrollieren. Weil man auch der Meinung ist, man kann nur dadurch wirklich eine Leistung erbringen im E-Commerce und sich nur dadurch auch wirklich absetzen in Afrika. Und es ist gut möglich, dass das auch der richtige Ansatz ist. Man darf ja jetzt nicht vergessen, zum Beispiel, also nehmen wir mal Amazon. Früher, wenn da jemand was in den USA bestellt hat, in den Anfangszeiten, dann konnten die das einfach in die Post geben und wegschicken und das kam dann schon auch irgendwie beim Kunden an. Das ist jetzt aber in Afrika natürlich nicht unbedingt so. Und da will Jumia von Anfang an gleich auch die Strukturen mit aufbauen und erweitern und auch kontrollieren. Das ist eine groß angelegte Strategie, aber das kostet eben auch Geld. Das ist mal das erste große Problem. 2017 war der operative Cashflow bei minus 117 Millionen Dollar, 2018 bei minus 139 und 2019 bei minus 183. Also es ist eher noch schlechter geworden. Muss es nicht unbedingt ein Problem sein. Es gibt ganz viele und solche Unternehmen, die viel Geld verbrennen und trotzdem will jeder die Aktien haben, wissen Sie ja. Aber es ist natürlich relativ wahrscheinlich, dass Jumia bald wieder Geld braucht. Und das heißt eben auch wieder sehr wahrscheinlich wiederum Kapitalerhöhung und Verwässerung der bestehenden Aktionäre. Das zweite große Problem: Die Umsätze sind eigentlich noch gar nicht wirklich hoch. Also letztes Jahr ist der Umsatz gestiegen von 129 Millionen Euro auf 160 Millionen Euro. Ist ein Anstieg um 24%, ist schon ganz nett. Aber gleichzeitig ist der Verlust um 33% auf 226 Millionen Euro.
gestiegen. Das heißt, der Verlust ist stärker gestiegen als der Umsatz und der Verlust war auch 66 Millionen Euro höher als der Umsatz. Das ist natürlich momentan keineswegs nachhaltig, wenn ich pro 1 Euro Umsatz 1,40 Euro Verlust mache. Und dann haben wir noch die Zahlen vom ersten Halbjahr 2020 gehabt. Da war natürlich die Coronavirus-Krise und der operative Verlust, der hat sich da zwar verringert um 27% auf 81 Millionen Euro, was positiv ist, aber gleichzeitig ist eben auch der Umsatz um 8,6% geschrumpft. Und das ist für ein Wachstumsunternehmen natürlich bitter. Es war natürlich Coronavirus-Krise, es gab Lockdowns, es hat auch Grenzschließungen gegeben zwischen afrikanischen Ländern verschiedentlich. Das war dann alles schon schwierig, aber man hat natürlich am Markt eigentlich darauf gehofft, dass Jumia von dieser Krise eben doch irgendwie profitiert, so wie andere E-Commerce-Firmen auch im Westen. Und das war dann aber nicht so. Und das hat dann auch im August diesen starken Kurseinbruch nochmal ausgelöst, wo sich die Aktie dann ja wieder mehr als halbiert hat. Also hohe Verluste, kein Wachstum mehr. Da ist dann der Börsenwert eben auch nochmal kritisch hinterfragt worden, könnte man sagen. Und da wäre ja jetzt auch der ja immer noch beim Vierfachen des momentanen letzten Jahresumsatzes liegt. Und 8 Millionen aktive Kunden sind auch noch nicht die Welt. Also es muss da wirklich noch einiges passieren, damit man die Bewertung im Ansatz rechtfertigen kann. Bis jetzt ist vieles noch Fantasie. Was macht man jetzt mit so einer Aktie? Ich würde jetzt diesen Umsatzrückgang im ersten Halbjahr nicht unbedingt überbewerten. Das wird sicherlich wieder besser im zweiten Halbjahr. Und die Kosten sind ja auch relativ zum Umsatz zurückgegangen. Auch das ist sehr positiv. Aber ist die Aktie deswegen schon kaufenswert? Die Optimisten sagen natürlich, ja klar, Jumia, die stehen heute da, wo Alibaba zum Beispiel 2005 war, als Yahoo eingestiegen ist damals bei denen, für ein Apfel und ein Ei wirklich. Und diese hohen Verluste, die man da gerade hat, das sei nun mal so, wenn man so einen E-Commerce-Giganten eben aufbauen will. Aber am Ende wird es sich für die Aktionäre lohnen und wer hier früh einsteigt, der wird am Schluss belohnt mit einer riesigen Marktkapitalisierung. Die Pessimisten sehen es ein bisschen anders. Die sagen, naja, so richtig klar ist es ja noch nicht, dass Jumia derjenige sein wird, der hier sich zum großen E-Commerce-Riesen entwickelt. Jumia hat auch schon zurückrudern müssen, hat Märkte aufgegeben, Kamerun, Tansania zum Beispiel, aus Kostengründen, hat jetzt auch in Nigeria, im wichtigsten Markt, Leute entlassen müssen. Es kann also schon sein, dass man da auf halber Strecke vielleicht am Ende stehen bleibt und dass man dann eben kleinere Brötchen backt in Zukunft oder überhaupt keine mehr auch. Und was eben auch nicht so positiv ist, dass auch Großaktionäre aussteigen. Rocket Internet zum Beispiel, die sind schon ausgestiegen, die haben schon Kasse gemacht. Und es steht auch der Ausstieg von MTN im Ruhm. MTN Group, die größte afrikanische Telefongesellschaft, die auch als Kooperationspartner relativ wichtig wäre eigentlich. Ich persönlich würde sagen, ich bin vorsichtig optimistisch für Jumia. 800 Millionen Dollar Börsenwert, das ist nicht die Welt für einen Internetkonzern, sind natürlich 100 Dollar pro Kunde momentan noch. Das Unternehmen muss also jetzt wirklich schon noch stark wachsen in den nächsten Jahren und muss auch irgendwann mal profitabel werden, ist alles klar. Kann im Prinzip schon gelingen, diese Strategie, dass man eben nicht nur verkauft und versendet, sondern dass man eben auch Logistik aufbaut, die ist wahrscheinlich auch nicht ganz falsch. Und ich denke auch, dass diese Strukturen, die man gerade aufbaut, dass die auch wertvoll sind und irgendwo einen Gegenwert haben. Die sind wertvoll auch für Konkurrenten eventuell. Man stellt ja jetzt schon die Infrastruktur teilweise anderen Firmen auch zur Verfügung. Und unter Umständen sind diese Strukturen eben für große Konkurrenten auch so interessanter, dass das da vielleicht mal dem nächsten großer E-Commerce-Konzern auch einsteigen könnte oder dass Jumia vielleicht sogar komplett übernommen wird eines Tages.
Aber wie gesagt, es ist eine Strategie, die ist groß gedacht und die ist teuer und die braucht auch wirklich unbedingt die Unterstützung vom Finanzmarkt und vom Finanzmarktsentiment ja auch, weil sonst wird es nicht weitergehen mit der ganzen Geschichte. Momentan schwimmt die Aktie nach wie vor im Kielwasser von diesen großen E-Commerce-Stories, eben von Amazon, von Alibaba mit ihren Wahnsinnsbewertungen. Und wenn sich aber das Sentiment verschlechtert für diesen Sektor oder für Wachstumsaktien oder für den Markt allgemein, dann wird Jumia wahrscheinlich nicht die Aktie sein, die sich in so einem Umfeld besser entwickelt als der Markt, sondern im Gegenteil, es wird dann wahrscheinlich die Aktie sein, die sich dann besonders schlecht entwickelt, weil Jumia eben noch defizitär ist, wie gesagt, weil viel Fantasie da ist, aber noch nicht so viel Substanz und weil in dem Moment, wo die Unterstützung vom Kapitalmarkt wegfällt, wenn sie das dann tut, weil dann eben auch das Geschäftsmodell gefährdet ist und in Frage gestellt wird. Und darum bleibe ich immer noch bei meiner alten Einschätzung. Jumia ist eine spekulative Aktie. Der Einstiegszeitpunkt wäre vielleicht gar nicht so schlecht im Moment. Es ist eine Aktie, die auch tatsächlich in ein paar Jahren um ein Vielfaches teurer sein könnte, als sie heute ist. Aber es kann natürlich auch ganz anders laufen, naheliegenderweise. Und es ist darum wirklich nach wie vor eine Aktie, die sich auch nur für spekulative Anleger eignet. Und wenn man da investieren will, meiner Meinung nach, dann sollte man da vielleicht erstmal nur ein bisschen investieren, bis irgendwann mal besser absehbar ist, wohin die Reise geht und wie sich das alles entwickelt. Und falls das eines Tages besser absehbar ist und falls sich Jumia dann positiv auch entwickelt hat, dann ist die Aktie natürlich sehr wahrscheinlich teurer als jetzt. Aber dafür wird dann eben auch das Risiko niedriger sein und wir werden trotzdem immer noch eine gewisse Fantasie haben in der Geschichte. Und wie sich das Ganze entwickelt, das werden wir hier natürlich auch weiter beobachten, ist völlig klar. Und wenn es für Sie interessant ist und Sie solche Videos gern öfter sehen würden und wenn Sie auch gerne hätten, dass YouTube Ihnen solche Videos öfter mal anzeigt, dann ist es natürlich enorm hilfreich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Und noch besser ist es dann, wenn Sie da dann gleichzeitig auch auf die Glocke drücken, dann werden Sie nämlich auch automatisch benachrichtigt, wenn ein neues Video da ist von mir. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier öfter mal sehen mit spannenden Aktien, unter anderem aus den Emerging Markets. Bleiben Sie dran an der Sache, an dem Thema und außerdem nicht vergessen, ich sage es nochmal kurz, tragen Sie sich auch ein für unseren kostenlosen Zukunftsmärkte-Report. Morgen geht er raus zu Gazprom. Die Reports von uns, wie gesagt, gratis. Der Anmeldelink ist hier nochmal unter dem Beitrag. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder, spätestens nächste Woche, wenn Sie wollen. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg bei der Geldanlage und herzlichen Dank fürs Zuschauen.